Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levelscards 14. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Ihr wisst ja, ich bestelle mal gerne im Ausland und bekomme Pakete aus Amerika, Kanada, Australien oder Japan und so weiter und so fort. Und diesmal habe ich mal aus einem Land bestellt, das ja auch eigentlich ziemlich weit weg ist und das erste Mal aus Israel, Freunde, wie ihr seht. Israel Post. Ja. Dann schauen wir mal, was hier drin ist, Freunde. Da bin ich mal gespannt, ob das Spiel auch israelisch ist. Schauen wir mal. Es ist ein PlayStation 4 Spiel. Wie es aussieht. Ja. Und so, da haben wir's. Es ist die PG-Version von Aether One, ja, für die PS4. Eine Art Indie-Spiel, würde ich sagen. Und dann schauen wir uns mal an. Hier haben wir Englisch und Französisch. Ich hoffe, dass da auch Deutsch mit drauf ist. Either One is a first-person adventure that deals with the fragility of the human mind. Mhm. Klingt sehr interessant, Freunde. Enjoy open narrative exploration or solve complex puzzles. Gameplay is accessible, allowing you to decrypt puzzles at your own pace. Be free in how you enjoy the game. Okay, also man muss hier irgendwelche Puzzle lösen. Und man hat hier so eine Fantasiewelt, die, hier seht ihr die, halt, wie es aussieht im Spiel. Das Ganze ist ein Spieler zockbar, 4 GB Minimum braucht er auf Platte, DualShock 4 Vibrationsfunktion, HD-Video, Ausgänge alle vorhanden und natürlich Remote Play für die PlayStation Vita wird supported. Das Ganze kommt von Soedesco, die kennen wir ja in letzter Zeit, habe ich schon öfters von diesem Label Games ausgepackt. Ja. Either One oder Either One. So, wo ist hier die PS4-Schlaufe? Gibt es bei PG keine PS4-Schlaufe? Eigentlich schon, oder? Da muss die Schere her. So. Das Ganze sieht mir nach einer französischen Version aus, weil hier steht einmal Englisch und Französisch. Eigentlich müsste auch Deutsch mit draus sein, aber Freunde, wenn ich davon ein Levels-Zock-Video mache, werdet ihr natürlich dann sehen, ob es Deutsch ist oder ob man da mit oder Englisch nehmen muss. Packen wir das Ganze mal aus. So. Ja, was ist das hier? So eine Schleife? So ein Schwert oder ein Stock oder sowas? Und hier hinten haben wir so einen Leuchtturm im Hintergrund. Eine Silhouette eines Leuchtturms. Zack, schauen wir mal rein. So sieht das Ganze aus. Und ich denke, da ist Deutsch mit drauf, weil, Freunde, ihr seht, es hat auch das USK 12 Label. Obwohl es Peggy ist, müsste auch Deutsch mit drauf sein. Ja. Hier ist noch so ein Manual, Englisch und Französisch. War auch hier hinten drauf, Freunde. Also Englisch und dann Französisch und hier auch in zwei Sprachen. Aber ich hoffe auch, dass es Deutsch mit drauf ist, Freunde. Ja, das war das Unboxing zu
Ether, das T ist mit einem Viereck eingerahmt, Ether One. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Vielleicht kommt ja ein Level Soft Video dazu. Also bleibt dran. Bye bye.